Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ja, letzter Part war ja total toll. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben total gefailt. Punkt. Es hätte sehr viel schneller vorbei sein können und es hätte schon längst vorbei sein können überhaupt, so generell meine ich. Tja, warum ist es jetzt nicht vorbei? Weil wir einfach zu schlecht sind, beziehungsweise ich. Und deswegen rennen wir jetzt nochmal nach unten und versuchen nochmal Seath platt zu machen. Oder Seth. Wie man ihn auch immer nennen will. Und hoffentlich schaffen wir es diesmal. Und ich lasse es diesmal noch ungeschnitten, weil ich gerade auch wieder keine Zeit habe, um aufzunehmen. So eigentlich zumindest nicht. Naja. Wird schon irgendwie hinhauen. Und 15 Minuten Zeit habe ich ja, also von daher wird schon hoffentlich was werden. Wenn nicht, heul ich. Keine Ahnung. Aber immer wieder dieser tolle Weg nach unten. Beziehungsweise immer diese tollen Wege, wenn man gerade von einem Boss platt gemacht wurde und dann den ganzen Weg nochmal gehen darf. Das ist, glaube ich, wirklich das Nervigste an Dark Souls. Hab Vertrauen in das Licht und hab Vertrauen auf die unsichtbare Brücke, haben sie gesagt. Und weswegen man hier abgedrängt wird, habe ich keine Ahnung. Höp, Sascha. Oh Gott, wo muss ich hin? Dahin. Überhaupt nicht knapp hier. Ich wette, irgendwann werde ich noch runterfallen auf dem Weg hierhin, aber das wird noch dauern. Okay. Rüsten wir unsere Waffe wieder beidhändig aus, weil Schild bei dem Boss macht überhaupt keinen Sinn. Gut. Anfangen zu sprinten. Wir dürfen genug Ausdauer haben, um einfach so durchzukommen. Wir können ab und zu auch mal... Oh Gott! Warum wurden wir getroffen? Egal. Schnell! Estes! Estes! Oh Gott, ich will später nicht zurück. Nein! Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Lass mich durch. Danke. Vielen Dank. Liebes Teil. Nettes Teil. Und 3, 2, 1. Lebensquelle kaputt. Würdest du vielleicht bitte erstmal ein bisschen hier in diese Richtung kommen, in den Raum rein? Das wäre sehr, 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 sehr freundlich von dir. Oh ja, die Richtung ist gut. Die Richtung ist sehr gut. Vielleicht sollte ich mir mehr Gedanken machen. Ach nee, komm. Wird schon reichen. Nein, 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 nein. Okay, Schaden gemacht. Noch mehr Schaden gemacht. Es ist... Schnell, verschwinden. Oh Gott. Oh Gott, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Okay, vielleicht doch nicht. Oh Gott, wir haben Glück. Okay, er ist fast zur Hälfte down. Ganz ruhig bleiben. Nein. Nicht verfluchen lassen, Elvis. Nicht verfluchen lassen. Verfluchen lassen ist eine ganz blöde Idee. Alter. Geht doch. Nein, 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 nein. Immer schön weiterlaufen, Elvis. Immer schön weiterlaufen. Na, komm schon. Noch ein Schlag. Yes, geht doch. Eieieiei. Warum hatten wir das gerade eben im letzten Part? Beziehungsweise, ja, gerade eben im letzten Part. Sehr gut. Warum hatten wir das nicht schon im vorherigen Part gemacht, wollte ich sagen. Alter Schwede. Das wäre so leicht gewesen. Aber nein, ich mach's mir natürlich schwer. Ihr bleibt bitte da hinten. Das fände ich ganz toll. Okay, nachdem wir Seth, Seath, wen auch immer, besiegt haben, erscheint hier halt das Bonfire. Und, ja, weil wir verflucht gestorben sind, ist halt so ein lustiges Teil von uns erschienen. Danke, Spiel. Und wenn wir verflucht sterben, dann hinterlassen wir auch kein Restzeug. So ganz nebenbei. Oder doch?
Okay, ich hab gelogen. Aber wir hatten sowieso nichts dabei, von daher, was soll's. Gut, wir verabschieden uns von diesem unheiligen Ort und geben erstmal ein bisschen Zeug aus. Zeug im Sinne von Seelen. Was brauchen wir denn? Ich habe immer noch keine Ahnung, auf was ich skillen will. Ich sollte mir mehr Gedanken machen. Mist. Dann nehme ich jetzt einfach Beweglichkeit. Weswegen Beweglichkeit? Ich habe keine Ahnung. Einfach so, weil Ausgeglichenheit. Deswegen. Jo. Ja, dann können wir jetzt eigentlich teleportieren und zwar... Was müssen wir noch machen? Wir müssen wirklich eigentlich nur noch runter in Neulondo, oder? Könnte wirklich sein. Oh mein Gott. Aber zuerst bieten wir halt Herrscherseele als Gefäß da, Dingenskirchen. Satz hier einsetzen, den ich sagen wollte. Wird bestimmt wichtig gewesen sein. Und so langsam muss ich wirklich aufs Klo. Verdammt. Oh. Memo an mich, beziehungsweise an alle LPer, vor der Aufnahme aufs Klo gehen. Blablabla, schwarzer Lebenkristall, Feuerbandschrein. Yay! Wer bist du nochmal? Oh, Moment, der Ritter von Katalin. Ah, ich hab deine Tochter gefunden. Hallo. Ach nee, das ist Sieglinde. Ist es jetzt wichtig, was wir für eine Antwort geben oder nicht? Ich habe ihn gesehen, ja. Aber ihr verpasst euch irgendwie ständig. Also ja, ich habe ihn gesehen. Ja, wäre er bloß an Ort und Stelle geblieben, dann wäre er jetzt genau hier gewesen und dann hätten wir uns alle freuen können. Dann hätten wir nämlich eine Nebenquest abgeschlossen. Und das kann in Dark Souls nie schlecht sein. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gedrückt habe, aber egal. Ich will mit dir reden. Hattest du nicht Zauber verkauft? Oh! Oh! Nice! Nimm! Ich meine, ich werde zwar kein Pyromancer, aber trotzdem kann man es mal machen. Also, für mich nicht so das Problem. Was können wir dir denn abkaufen? Nur Zauber. Okay. Na gut, dann halt nichts, danke. Ja, ja, auf Wiedersehen, tschüss. Ist diese Schlange je wach, wenn die hier sind? Ich glaube nicht. Na. Jut. Oh mein Gott. Aua. Tot. Ugh. Ganz schlimm. Gut. Wir haben eine Feuerhüterseele, die wir darbieten können, also machen wir das auch gerade mal. Und dann sind wir fast mit dem Spiel durch. Aber auch nur fast. Oh, bitteschön. Es dauert wirklich nicht mehr lange, muss ich sagen. Oder würde ich vermuten. Wir teleportieren uns wieder zurück zum Feuerbandschrein, ja. Und von dort aus geht es direkt weiter? Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal herausfinden, was wir brauchen. Ob wir magische Gegenstände brauchten, ob wir irgendwas brauchten oder... Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, da wo wir jetzt hingehen, gibt es Geister. Böse Geister. Und Geister kann man... Sieglinde ist weg. Verdammt. Und Geister kann man halt nur mit bestimmten Waffentypen ausschalten, sage ich mal. Ich frage mich, ob ich so einen Waffentyp besitze. Ich weiß nur absolut leider nicht mehr, was das für einer war. Von daher doof. War das der okkulte Pfad? Göttliche Pfad? Ich probiere es einfach gleich mal mit der okkulten Keule. Falls das nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Und wenn es klappt, dann haben wir halt Glück. Punkt. Ja,
Ich rette euch alle, kein Problem, aber ich verstärke erstmal meine Estus. Yes! Estus plus 3. Forgive me. Nein. Please. Lee, I wish not. Ich hatte mich beim ersten Mal so gefreut, dass ich ihr die Stimme wiedergegeben habe und dann ist sie einfach so angepisst. Ich frag mich, warum? Also nicht angepisst, aber trotzdem so traurig deswegen, dass sie endlich sprechen kann. Warum? Das ist doch ein Grund zum Jupadieren und Jupadeien. Dass man endlich wieder reden kann. Und so schlecht klingt ihre Stimme jetzt nicht, dass ich mich deswegen umbringen will oder sonst irgendwas. Ich verstehe dieses Mädel nicht. Okay. Auf jeden Fall werden wir gleich herausfinden, welcher Waffentyp gebraucht wird. Wahrscheinlich haben wir ihn nicht dabei. Hallo Leute, wie geht's euch? Ach, gut. Oh Gott. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das ging einfach. Wer bist du gewesen? Oh, oh. War ich hier noch gar nicht? Also noch gar nicht? Sieht für mich stark danach aus, wenn der noch sogar nach der Panzerbrecher liegt. Alter Schwede. Dann war ich hier wohl noch wirklich gar nicht. Interessant. Okay, räumen wir jetzt einfach mal Neu-Londo auf, wenn es so hieß. Und hoffen wir, dass das hier mit dem göttlichen Iaito oder... Naja, dem göttlichen Katana klappt. Kann ich euch beschädigen? Nein. Kann ich euch mit der Kultenkeule beschädigen? Nein. Okay, wir müssen weg. Nein, lauf, Elvis, lauf, lauf! Hilfe! Was brauchen wir nochmal für Waffen? Ich hab's wirklich total vergessen. Aber anscheinend waren es nicht die, die wir gerade dabei haben. Und ich glaube, wir haben auch gerade nichts anderes dabei. Verzauberes Falchion. Oh, das könnte vielleicht klappen. Das könnte wirklich in der Tat vielleicht klappen. Probieren wir das aus. Auch nicht. Verdammt. Nein, lasst mich doch mal in Ruhe. Was für Waffen brauche ich nochmal? Ich hab's total vergessen. Ich weiß, dass es mit irgendeiner speziellen Waffe ging. Ansonsten müssen wir jetzt einfach, hieß es Wanderfluch, benutzen. Okay, ja, wir haben dadurch jetzt den Ring verloren, ist mir egal. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder unser Schwert des Grabesfürsten ausrüsten und jetzt verwenden wir einfach nur noch... wo haben wir es? Oh, stimmt, die habe ich ja auch noch. Seele alles bedeuten Helden? Nein. Haben wir das noch nicht aufgesammelt? Ich meine, das ist gut möglich. Anscheinend waren wir ja wirklich noch nicht, also... Meh. War das hier drin? Komm schon, gib mir was. Leiche plündern. Ja, Wanderfluch. Genau, das habe ich gebraucht. Damit können wir jetzt nämlich Geister angreifen. Sobald wir es aktiviert haben. Und dann müssen wir hoffen, dass genügend Geisterflüche droppen, damit, dass wir es auch öfters einsetzen können. Ansonsten kaufen oder Waffe. Wo wir es kaufen können, habe ich gerade vergessen. Also, keine Ahnung. Alter, nice. Stirb. Hast du vielleicht zufälligerweise einen Wanderfluch gedroppt? Yes. Gut, wir können ein paar Mal sterben. Ha, hat sich gelohnt. Hier müsst ihr aufpassen, ihr könnt theoretisch runterfallen, aber wenn ihr es gerade eben rechts schon gesehen habt, dann seht ihr... Ah! Hier ist eine Brücke im Wasser. Oh Gott. Und böse Geister, die unseren Tod wollen. Aber das ist doch immer so. Ach, das waren zwei! Oh, okay. Feuerhüterseele. Ah, nice. Hier hätten wir die ganz einfach herholen können. Die ganze Zeit. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine. Ist schön. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts zu holen.
Oder hattest du irgendwas gedroppt? Ich erinnere mich nicht. Ja, du hast was gedroppt. Noch mehr Wanderflüche. Gut, wir können mittlerweile wieder ein paar Mal sterben, ohne dass wir nicht mehr an den Geistern vorbeikommen. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, 15 Minuten sind rum, sehe ich gerade. Wir können auch ein bisschen weitermachen. Erster. Zweiter. Will noch irgendjemand was machen? Nein, das ist gut. Aber keiner wollte was droppen. Das ist schade. Okay. Dann weiter mit uns. Weiter, weiter, weiter. Aufpassen. Schild hoch. Links. Aufpassen. Viele Geister. Die alle euren Tod wollen. Deshalb möglichst starke Waffe ausrüsten, die mit einem Schlag töten können. Die sind ja mittlerweile überhaupt kein Problem mehr für uns, beziehungsweise unser Grabesfürstenschwert. Also, meh. Es dürfte eigentlich keinem Probleme machen. Jetzt frage ich mich, konnte man hier runter oder hoch oder Vorrichtung bewegt sich nicht, oh Gott! Ja, hier sind viele Geister. Habe ich vergessen zu sagen. Viele, viele Geister. Und ja, die kommen auch durch Wände. Deswegen können sie manchmal gefährlich sein, aber die meiste Zeit dann eher doch nicht. Okay. Waren hier Rechtsgeister? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall. Leiche geplündert, pariert durch. Und natürlich ist hier noch ein Geist. Und die Wand geht auch nicht weg. Also sprich, da kommen wir wirklich nicht dran vorbei, hier Schaden zu nehmen. Ja, das macht Sinn. Ich wollte gerade Wanderfluch verwenden. Nochmal. Wanderfluch ist auch nur eine gewisse Zeit lang aktiv. Achtet einfach auf die Aura, die um euch rumschwebt, existiert. Daran könnt ihr es ganz gut erkennen, wann das abläuft oder wann es abgelaufen ist. Beim ersten Mal habe ich überhaupt nicht drauf geachtet und naja, dementsprechend schnell bin ich dann auch gestorben, als ich dann gemerkt habe, scheiße, mein Fluch ist gar nicht mehr aktiviert. Aber theoretisch sollte man durchkommen können, wenn man, ja, stark genug ist halt. Gut. Soweit so gut. Leiter runtergetreten. Damit haben wir eine Abkürzung freigeschaltet. Jetzt können wir theoretisch von da drüben nach hier unten springen und dann die Leiter hier hochklettern und wir müssen nicht mehr durch das Gebäude durch. Ist okay. Chillt mal. Ganz gepflegt. Eieieiei. Mädels, Jungs. Seid doch alle mal gepflegt ruhig. Aua. Könnt ihr nicht vielleicht einfach mal nach oben kommen, dass ich euch auch sehen kann, dass wir... Sehr nett. Brems. So geht das. So geht das nochmal. Esst es. Wanderfluch nehme ich gerne. Gab es da unten irgendetwas oder musste man da nicht hin? Ich glaube, da musste man nicht hin. Aber wenn man halt erkunden will, dann darf man das. Ist mein Wanderfluch noch aktiv? Anscheinend. Ansonsten kann man ihn wieder weiter benutzen. Ganz normal. Okay, wie war das hier nochmal? Hier waren auf jeden Fall verdammt viele Geister, daran erinnere ich mich. Natürlich. Hör auf, mich zu begrapschen! Nein! Schild hoch! Oh Gott! Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sowas von sterben, wenn wir keine Estes trinken. Aber wir... Nehmen wir es. Und wir überleben. Und, ich wollte Estes nehmen. So. Oh Gott, das war knapp. Ausnahmsweise sogar mal wirklich. Eieieiei. Gut, und wie wir gesehen haben, der Wanderfluch ist auch bei mir im privaten Spielstand genau an der Stelle abgekackt. Beziehungsweise hat seinen Effekt an dieser Stelle verloren. Und naja, ich hatte halt dementsprechend leichte Probleme. Vor allem, weil ich direkt in den Raum reingerannt bin und hier überall die Geister kamen. Das war echt nicht nett. Ich find's geil, dass ich trotzdem das Ganze abblocken kann. Aber egal. Noch mehr Wanderflüche. Noch mehr Geistklingen. Soll mir recht sein.
Ich glaube, mit der Waffe kann ich auch einfach so Geister angreifen. Ja. Aua! Das ist mies! Ah! Den Typen müssen wir ansprechen. Glaube ich. Irgendwas war da. Dieser Typ ist auf jeden Fall für irgendwas wichtig. Das ist der Wächter über die vier Könige. Und wir haben den Siegelschlüssel erhalten. Ja, ist okay. Gut, wir haben mit ihm gesprochen. Das ist schön. Jetzt können wir uns von hier ihm unseren Fluch brechen lassen. Das kann man machen. Muss man nicht. Alter. Her damit. Kann ich gebrauchen. Ansonsten könnte man ihn töten und dann würde man halt seine tolle Rüstung bekommen, glaube ich, war es. Aber man kann ihn auch einfach in Ruhe lassen. Das geht auch. Bam. Wo kann man hier denn mal gut... abspeichern? Beziehungsweise in eine safe Position gehen. Ich weiß, dass hier links nicht weiter ging. Deswegen erst hier lang. Ah, tu es nicht. Okay. Kriegerseele? Aua! Alter, ich hasse diese Geister. Warum können die durch alles durchschlagen? Und na gut, wir können auch manchmal durch Wände schlagen, aber egal. Bei uns ist das gerecht. Okay, wir müssen erstmal den Schleusenhebel betätigen. Wo war der nochmal? Grüne Scherbe. Kann man nehmen, muss man nicht. Aua! Ich sowas hasse. Soldatenseele. Okay. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part jetzt schon geht. Ich habe bei 15 Minuten einfach gesagt, okay, ich lasse den Timer einfach weiter blinken. Er interessiert mich jetzt gerade nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich ihn hätte laufen lassen sollen. Oh Gott. That many Geister. So viele. Zu viele für mich. Zu viele für einzelne Menschen. Aber nicht für Elvis. Seltener Ring der Opferung. Geil. Kann man gebrauchen. Seid ihr alle tot? Gut. Überlebe ich den Fall? Ich hoffe es einfach. Wenn nicht... Okay, wir überleben. Wir überleben auch weiter. Fluchbissring. Okay, dann trink halt einfach ein Ess, das ist mir egal. Was macht der nochmal? Fluchbissring. Verstärkt Fluchresistenz. Das klingt nice. Das klingt sehr nice. Wo sind wir? Was übersehe ich gerade? Was zum Teufel übersehe ich gerade? Hilfe! Ich muss doch die Folge beenden. Ich muss die Folge noch ändern. Ach so, ja, natürlich. Wusste ich noch. Okay, wir können weiter. Folgendes. Es geht nämlich hier lang, dann da lang und dann da rein. Soweit dürfte es, denke ich, alles klar sein. Ich glaube, wir müssen erst nach oben. Denn hier hinten gibt es... Was ist hier gerade passiert? Ah, Wanderfluch hat die Wirkung verloren. Okay, gut. Das darf passieren. Wo ist das Schleusentor? Kompositbogen, großer Pfeil. Nehme ich gerne an. Hier unten ist natürlich das Tal der Drachen. Natürlich. Muss man eigentlich nie hingehen, aber... Meh, da ist es halt. Gut, dann müssen wir hier oben doch nicht hin. Anscheinend. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Siegelschlüssel benutzt. Hier war es das. Hier war es, meine ich natürlich. Und hier können wir auch das Tor öffnen. Fluten wir einfach das Drachental. Holy! Und theoretisch
Moment, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wie viel Zeit ich noch habe. Oh Gott, das wird mega knapp. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Das ist jetzt wirklich verdammt doof, weil wir eigentlich bei den Four Kings sind. Also theoretisch jetzt zu den Four Kings können. Ach komm, wir machen es einfach kurz im Schnelldurchlauf und Verwirrung ist einmal. Dann versuche ich die Folge noch irgendwie zu rendern. So schnell es geht. Und falls es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Okay. Ich glaube, hier musste ich runterspringen. Gut. Nein, nicht noch weiter. Gut. Hier geht es zu den Four Kings. Was muss man dafür ausrüsten? Zum Ersten. Wir sind tot. Doch nicht. Wir brauchen folgenden Ring. Den ich anscheinend gerade nicht dabei habe oder noch nicht habe. Wo ist der Ring? Habe ich den nicht? Übersehe ich ihn gerade? Habe ich ihn ausgerüstet? Nein. Hä? Folgendes. Dann machen wir das einfach gerade so. Ich meine, wir haben gerade 5000 Seelen, eine Menschlichkeit, auch wenn ich nicht weiß, woher ich die haben soll. Und das kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr in der Zeit gerendert. Von daher machen wir es einfach. Wir fallen jetzt einfach hier runter und sterben. Ja, das war's. Wir brauchen einen Ring, um im Abgrund zu wandeln. Ich habe gerade nur keine Ahnung mehr, wo man den herbekommt. Das muss ich nochmal herausfinden. Aber das war's jetzt erstmal für diesen Part. Der war schon lang genug, aber ja, gerade leider keine Zeit. Also von daher, tut mir leid. Naja, gut. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich meine, wir haben ja trotzdem viel erreicht. Wir haben Sieve getötet. Wir sind jetzt bis zu den Four Kings gekommen. Uns fehlt aber noch der passende Ring, um überhaupt dahin zu kommen. Haben wir ihn vielleicht in die Kiste gesteckt? Nee, wir haben ihn einfach nicht. Okay, ja. Dann trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ich habe alles mitgenommen. Natürlich, Neulondo werde ich wahrscheinlich nicht komplett mitnehmen, weil das einfach zu doof für mich ist. Werde ich wahrscheinlich auslassen. Aber ja, gut. Im nächsten Part finden wir dann erstmal den Ring und dann geht's weiter. Bis dahin und ciao, ciao.